Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei den Dino Riders. Heute wieder dabei der Wildgeist. Hallo. Der Shadow. Hallöchen. Und ich. Der UFO. Und Brutzi hatte keinen Bock heute. Ja, der ist gerade so in der Umbauphase und da ist er wahrscheinlich ein bisschen gestresst. Ja. Sag mal, Zordan ist ja eigentlich auch ein Mitglied der Dino Riders? Durchaus, der liegt in der Hütte und schläft. Okay. Gut, also erstmal nur die Hardliner wieder dabei. Es regnet. Und wir wollen in eine Höhle fliegen. Wir haben es ja versprochen, die Folge wird noch besser als letzte Folge. Genau, da gehen wir in eine gefährliche Höhle und nicht in diese Unterwasserhöhle, wie wir es letztes Mal waren. Genau. Und deshalb werden wir jetzt auch, wenn ich hier aufsteigen kann, okay? Genau, da folgen wir dem Wildgeist, der weiß, wo die Höhle ist. Ja, Wildgeist. Und immer schön auf die Ausdauer aufpassen. Ja. Diesmal auch zu einer richtigen Höhle, nicht wie beim letzten Versuch. Warum? Das war doch auch eine richtige Höhle. Nee, in dem Versuch davor hat er uns ja in die Wildnis geführt und da standen wir dann. Stimmt, da kann ich noch dran erinnern. Mann, war das schlimm. So. Juhu! Performance durch den Regen jetzt natürlich wieder ein bisschen schlechter. Ja, ein bisschen. Und ich sag schon mal sorry für die letzte Aufnahme, da hat mein Programm ein bisschen rumgesponnen. Oh, meins auch. Da hat es so ein paar Spikes gegeben. Deshalb, ich habe jetzt mal ein bisschen was optimiert und hoffe, dass das jetzt hinhaut. Ja, das kann bei mir auch sein, dass da ein paar Ruckler drin sind. So, für diejenigen, die letzte Folge gesehen haben und sich wundern, warum es keine Ankündigung gab, das liegt daran, dass wir noch in derselben Aufnahmesession sind. Genau. Und die Folge müsste jetzt nach Halloween kommen, wa? Dann nützt es ja nicht, wenn ich sage, dass ich ein Halloween-Special mache. Oh, du machst ein Halloween-Special? Ja, ich mache Halloween. Und weißt du, mit wem? Mit dem wahrscheinlich kommt mit kleine Alien zu Besuch und wir machen zusammen. Ich glaube, Ark soll das auch, macht da auch ein Event draus. Ein Halloween-Ark? Ja. Mit Vampir-Dodos? Bin ich ja mal gespannt. Das wird wieder ein Update von 3 GB und dann haben die alle Totenköpfe. Ja, lustig wär's. Aber die lassen sich zumindest was einfallen. Oh, ich hab schon wieder ein Level Dodos, glaube ich, weiß. Ich werde jetzt hier nicht im Flug ins Inventar gehen, dann sterbe ich wieder. Wieso, was brauchst du denn? UFO? Was ich brauche? Ich brauche nichts. Nee, ich hätte sonst an meinem Level ab, weißt du, die Punkte verteilen. Ach so. Ja, die verfallen ja nicht. Ja, mach ich später. So, ich bin zwar schon ein bisschen voll vom Inventar, aber ich hoffe mal, dass während der Höhentour dann einiges am Pfeilen weggeht. Wenn ihr ein bisschen weiter weg seid, dann sehe ich richtig, wie die Flügel im Prinzip die Feuchtigkeit reflektieren. So Gischt. Die machen so ein bisschen Gischt. Aber da muss man weiter weg sein, dass man das sieht. Ist noch weit. Ach ja, ist jetzt schön hier. Ja. Das ist eher kontraproduktiv. Ja. Hey, da ist eine Säbelzahnkatze. Und Wildgeist. Noch drei. Das ist jetzt, von dir ist es jetzt abhängig, ob das eine gute Folge wird. Du bist jetzt hier der Leader. Bist verantwortlich. Genau. Ja. Und hier ist noch so ein komisches neues Vieh. Wildgeist, wann machst du deinen Kanal? Wann geht's los? Niemals. Das ist so ein Gürteltier. Die sind voll cool. Die rollen sich, wenn du drauf sitzt. Ja, Gürteltier. Ja. Cool. So, ich lande hier mal ganz kurz zwischen. Ja, moin. Mit der Leertaste. Genau. Aha. Brauchst nicht absteigen. So, Ausdauer wieder voll, kann weitergehen. Super. Okay. Mit Leertaste auch wieder starten. Genau, ich hatte einmal den Fehler gemacht, dass ich die Leertaste nicht gedrückt hatte und dann ist er einfach runtergefallen, der blöde Vogel. Ah, der dumme Suppenhuhn. Boah, Suppenhühner wären cool. Fliegende haben wir doch, Dodos. Ja, hast du schon mal so einen Dodikus gesehen? So ein Riesendodo? Nein. Schade. Das wäre ein totaler Kriegsdodo. Ich kenne, glaube ich, nur 20% von den Tieren, die es hier gibt. Und das wären noch mehr Tiere. Es soll ja auch eine Riesenqualle, oder gibt es die schon? So eine riesige... Nee, die ist noch nicht da, aber so ein Riesenfleischfresser gibt es jetzt. Cool. Fürs Wasser. Was ist denn echt jetzt? Cool. Meine Framerate ist gerade total zusammengebrochen, aber jetzt geht's wieder. Ja, gerade. Ja, du warst wahrscheinlich in mir. Höhle sehen. Du warst wahrscheinlich in mir. Die hört sich so falsch an. Ja, mit deinem Vogel.
Der hört sich noch falscher an. Mit deinem Dodo. Dein Dodo war in mir, oh Gott. Nimm dein Dodo aus mir raus. Siehst du uns noch, Dodo? Ufo? Ich sehe euch noch, ja. Ich komme jetzt, da ist die Höhle. Zu. Das leckt doch ein bisschen bei mir. Ja, das ist nur dieser komische Bereich da hinten gewesen. Können wir die Tiere hier gefahrlos abstellen oder sind hier böse? Momentan sind hier keine. Böse Riesenaffen. Kann man die vielleicht so ein bisschen in die Höhle reinmanövrieren? Ich guck mal. Also ich denke mal, mit ihm wäre ich... Da kommen ziemlich schnell Viecher. Ah, okay. In der Höhle sind Viecher? Ja, darum sollten wir ja Waffen mitnehmen. Oh mein Gott. Oh, wie die laufen. Ist das süß. Ist ja geil. Hey, was sollte das jetzt? Pop, 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 pop. Geil. So, muss abstellen. Ist ja geil. Was machst du denn? Following Cargo 1. Wanderwing ist eingestellt. Ja, bist du ein guter Vogel? Nein, der folgt Cargo 1. So. Tut er nicht. Doch, stand bei mir da, dass er Cargo 1 folgt. Boah, krass. So. Der soll sich mal hinsetzen. So. Hallo Höhle. Hallo, nee, der ist auf Wandern eingestellt. Nie gesprochen. Oder? Eigentlich nicht. Wer sollte den auf Wandern gestellt haben? Nee, der ist Hallo, aus. Hallo Höhle. Na, juhu. Gut, jetzt was. Gut. Der Ufo rennt schon rein. Wo bleibt ihr denn? Ja, wir kommen. Ach du Scheiße, ein Grottenolm. So, jetzt ist bei mir eingefroren erstmal kurz. Eingefroren? Bild, ja. Ah, okay, bei mir auch gerade. Da lädt. Aber die Aufnahme steht auch, die zählt nicht weiter, ganz komisch. Jetzt bei mir auch. Okay. Du musst am Programm. Jetzt geht's bei mir weiter. So. Oh, was denn mit den Pilzen? Kann man die essen? Nein, ich glaube, die leuchten nur. Hm, Leuchtepilz. Und da sind die Fledermäuse. So, jetzt geht's weiter. Oh weh. Ich habe natürlich keinen Speer mitgenommen. Leuchtespeer? Die sind alle tot. Ach, die sind schon drin. Habt ihr gegen Leuchtepilze gekämpft oder nee, was? Gegen Fledermäuse. Gegen die Leichen hier am Boden. Hallo Fledermäuse. Oh, was gib mir den Flügel. Uf, wollt ihr gerne noch einen Flügel? Lecker Fledermausflügel, ihr brutzelt. Wo ist denn da hier? Da sind noch viel, viel mehr Oh, ich sehe Spinne. Warte, warte. Eine Spinne. Oh, sind die groß, Alter. Ich möchte nicht so eine große. Habt ihr Schwerter? Gibt's überhaupt Schwerter? Gibt's ja nicht mehr. Speere. Ach ja, Speere. Und womit habt ihr jetzt gekämpft? Mit Bogen? Hä? Mein Nightmare? Ich hab doch jetzt. Sag bitte nicht, dass ich hier. Nee, hä? Wie, was? Hast du ihn dabei? Nee, ich hatte gerade irgendeine Meldung von Nightmare bekommen. Echt? Der hat einen telepathischen Kontakt mit dir. Ich hoffe, der wurde nicht gegessen. Nein, Nightmare. Nicht, dass wir die Tür offen gelassen haben und alle werden jetzt. Oh nein, von Riesenspinnen. Wir sind doch geflogen, Ufo. Achso. Wo ist denn die Riesenspinne? Ich kämpfe gerade gegen eine Fledermaus. Die aussieht wie der leibhaftige Person. Eine Spinne habe ich da eben aber auch schon gesehen. Also, wie viele Pfeile braucht denn das Vieh? Oh, unlocked. Level up ist. Ah, cool. Bad. Ich gehe einfach mal mit der Pike vor. Genau, du mit deiner. Ich hab total. Oh, Spinnen! Wo? Wo? Ich will die Spinne sehen. Ich hab hier noch nie eine Spinne gesehen. Da. Ih, ist sie eklig! Und noch eine! Oh, ist ja ekelhaft. Ihr widerlichen, giftspritzenden Spritzdinger. So. Spritzdinger. Oh, da kommt noch eine. Kann man die looten? Nee, weil die lösen sich gleich in Luft auf. Nein, ich hab die halt nur mit meiner Nahkampfwaffe. Warum schießt der immer noch drauf? Die ist tot. Wussten wir doch, wir wollten dich nur mal testen. So. Bin doch vergiftet. Ich skille jetzt nur noch Heals. Oh, haben die hier Betäubungsgift in sich? Irgendein Gift haben sie in sich, ja. Sollen wir schnell ein bisschen was essen? Ich bin schon wieder um die Hälfte runter. Es ist krass, wie schnell der Hunger hier runtergeht. Weil uns kalt ist. Ach, pappalapapp, ich habe eine Metallrüstung, die muss wärmen. Das sieht nach einem Kristall aus da drüben. In so Höhlen, da kann man ja Sachen... Oh, fuck! Oh, schrei doch bitte nicht so. Nein, da kommt jetzt was Großes raus. Das ist schlimm. Warte, kann... Was Großes? Kann einer leuchten? Nicht groß, bitte. Dann halte ich dem mal Schrot ins Gesicht, egal was da kommt. Nicht in die Sicht halten. Doch, was kommt denn da? Eine ganz, ganz große Gruppe von allen. I.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich komme, warte, ich komme, ich helfe euch. Die große Gruppe. Und die Spinnen sind noch das harmloste da. Ach, sind, was sollen da noch kommen? Das sind da Schlangen dabei? Das sind mindestens 3 Skorpione. Titanbohr. Ekelhaft. Pass auf. Fledermäuse. Die sind sehr stark. Ich will aber nicht den Wildgeist treffen. Ah, du doofe Fledermaus. Trullala. Warte mal, ich schau mal, ob ich da einen mit der Rifle erwisch. Warte kurz. Hast du den Trullala gesagt? Ja. Wildgeist Trullala. Trullala, Trullala. Trullala. Ich verhungere ja gleich. Alter, die sehen Halloween. Die Fledermäuse Och. Sehen aus wie Halloween. Was, die Fledermäuse sehen aus wie Halloween? Ja, die sehen aus wie so eine Satans-Dämonenschöpfe. Ufo, wer dich oder Wildgeist oder wer auch immer da wegläuft. Na, ey, lass mich doch, Fledermaus, lass mich. Womit denn? Ich hab doch ja keine Nahkampfwaffen. Ich leider auch nicht. Ich schieße mit dem Bogen hier die ganze Zeit. Kann ich den reparieren? Ja, kannst du. Nee, ich meine, Mistviecher. Oh, meine. Was, 7 Metall zum Reparieren? Eieiei. Okay, Bogen, Repair. Wer hat mir eigentlich den Pfeil in die Schulter geschossen? Das könnte ich gewesen sein. Nee, ja, der hängt mir im Bild. Ich kann nicht auch gewesen sein. So, ich fange mal auf gleich. Pass auf. Aber nicht mit Absicht, ich wollte die Fledermaus treffen. Das ist ein Skorpion, ja? Das ist eine Titanbohr, die uns da so anguckt. Oh, Alter, die ist ja riesengroß. Oh, was war denn das, eine Schrotflinte? Nein. Was ist? Longneck Rifle. Na kommt doch her, na kommt doch her. Denkst du, ich hab Angst vor euch? Ihr blöden Skorpionschweine. Ihr wollt uns nur unsere Aufnahme kaputt machen. Oh, der hat mich gepiekt. Bin ich jetzt vergiftet? Ja. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Nee. Die sind jetzt alle tot. Ja. Muss ich jetzt sterben? Nö. Nee, einfach nur ein bisschen warten. Das ist wie die Narkosepfeile. Wenn der Wert hoch genug ist, dann klappst du einfach zusammen und bist erstmal ohnmächtig. Ja. Und dann irgendwann stirbst du. Also wenn sie dich Ach weiter so. Angreifen. Der coole ist, dadurch, dass ich so wenig weiß und ihr mir das immer erklären müsst, ist es natürlich auch ein bisschen Tutorial-mäßig immer jede Folge. Für jemanden, der das Spiel noch nicht so kennt, der lernt dann immer gleich mit mir so, zusammen. So, hat noch irgendjemand, kann mal jemand schon mal ein Feuer machen? Willst du Schlange brutzeln? Unter anderem, dass vielleicht einiges besser kommt. Ich habe aber kein Holz dabei, muss jemand anders machen. Warte. Wir brauchen Strukturen. Ich verhungere gerade. Ja, cool bleiben. Cooking. Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso bin ich aus dem Menü raus? Nochmal, Cooking. Mir fehlen Fetch und ein Stone. Dann sollen wir mal gerade rausrennen. Hat keiner Fetch bei? Ich hab keins. Ach je. Dann nach außen, bitte. Okay. Das war ja eine sehr spannende Höhentour, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Nein. Wiedersehen. Sind ja erstmal bei der Hälfte. Und wir sind zumindest mal 10 Meter in die Höhle reingekommen. Gehen gleich wieder rein. Wir werden erstmal brutzeln und dann gehen wir nochmal runter. Das war ein bisschen mehr als 10 Meter, aber... Weil wir haben gehört, oh. Da unten soll der Riesenbimbo lauern. Was ist denn hier los? Warte mal, ich hole mal Uschisaurus zurück. Uschi? Die haben sich vom Lager entfernt. Achso, Uschisaurus bräuchte vielleicht bitte so 5 Steaks. Ja, mache ich gleich. Kann mir jemand Bären da lassen? Ich klau die gerade. Ich brauche die doch zum Essen. Ja, nur bis wir Fleisch haben, Ufo. Ich verhungere. Ach so. Der Mann hat Hunger. Moment. Wie mach ich denn das? Rausschmeißen. Moment. Ich bin gerade im Uschi drin. Vogel rein am besten. Moment. So. So, ein jetzt. Campfire. Oh, jetzt hat mich jemand angeschissen. So. Jetzt habe ich, glaube ich, die rausgeschmissen. 27 Armer Berries. Die müssen jetzt hier irgendwo liegen. Richtig? Ich sehe keine. Hast du die in Vogel rein? Eigentlich nicht. Oh Gott, ey, dieser riesige Kackklumpen. So, Hast du Wildgeist? Hast du Essen jetzt? Nein. Oh, bitte mal. Hä? Ach so, warte, Drop Item jetzt. Jetzt, da, Kiste. Ich sehe sie.
Gut, dann leg mal. Ach, ich kann ja ein bisschen Beeren sammeln was oder ist, so. Sekunde, sag mal, wieso kann ich das Campfire hier nirgendwo platzieren? Was ist da los? Hä? Geht das nicht? Can't place Campfire, can't place structure here. Hallo Schildkröte. Aber warum? Warte mal, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Oh, hier ist auch nochmal Metall hier oben. Pass auf den Skorpion da auf. Ich sehe ihn. Er hat dich auch gesehen. So, sein Pech. Jetzt ist er tot. Keiner legt sich mit dem... Hallo, Vogel? Den habe ich gerade abgeschossen. Warte, hier ging es, glaube ich, gerade, oder? Nee, wieso kann ich hier... kann einer eine Fetch Foundation bauen? Warum? Damit wir das Campfire platzieren können. Das geht hier irgendwie nicht. Hier steht permanent, dass ich es nicht platzieren kann. Echt? Es irritiert mich gerade. Das ist ja schon mal super. Warte mal, ich gehe mal schnell hoch und fäll mal einen Baum. Fall mir einen Würfel. Nirgends, egal wo du bist, kannst du es nicht platzieren. Nee. Doch, hier. Hä? Komisch. Sekunde. Wo bist du? Siehst du mich? Hier, wenn du aus der Höhle rauskommst, einmal links abbiegen und ein Stückchen den Berg runter. Da, jetzt sehe ich dich. Das hier ist die früheste Stelle, wo ich das platzieren kann? Wir haben PvE-Server, deshalb kann man die Höhlen nicht blockieren. Ach so. So, dann ich hau dir mal 15 Holz mit rein. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Kochen. Ich hole mal mehr Holz. PvE heißt, wir können uns nicht gegenseitig umbringen, oder was? Und du kannst die Obelisken und die Höhlen nicht blockieren mit Strukturen. Ah. Blockade, Blockade. Das beugt quasi ein bisschen der unfairen Spielweise vor. Wenn du Bäume umfallen siehst, da bin ich gerade. Oh, Skorpion. Waffenwechsel. Hallo, Skorpion. Toter Skorpion. Ich hab schon wieder ein Level up, ist so geil. Warte, wie viele Skorpione hier unterwegs sind, ist auch krass. Die sind doch krank. So. Ah, cool, was mag ich jetzt Schönes? So, ich werde mir dann, glaube ich, auch mal so ein gegrilltes Hühnchen oder was auch immer da drin ist, rauspicken. Welchen Sattel sollte man zuerst lernen, wenn man einen Sattel lernt? Das kommt darauf an, was du für Tiere möchtest. Ach so. Also wenn du sagst, du möchtest, keine Ahnung, eine Armee aus Fleischfressern, dann... Was ist denn der... Ichthyosaurus ist unter Wasser, wa? Genau, Ichis, das sind diese... Ja, dafür habe ich die Sättel gelernt. Und der Parasaurus? Das ist der mit dem Kamm, der Pflanzenfresser. User joined your channel. Ist der gut, der Parasaurus? Hallo. Hallo? 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 Delfino! Yo! Herzlich willkommen bei den Dino-Riders! Huhuhu! Trike-Saddle, Tripwire-Alarm-Trap? Oh, huch! Mann, was nehme ich denn jetzt für einen Sattel? Ich bin jetzt aufgeregt. Das ist die Patchy-Sattel, was ist denn das Patchy-Sattel? Ist das gut? Patchy sind die kleinen Mönchtypen, die halt diesen Rambock haben. Oh, gibt's hier keinen normalen Sattel für einfache Tiere? Was ist denn für dich? Plioma-Sattel. Was sind das? Plioma? Plioma sind diese Rüsseltiere. Also, ich mag die nicht. Die fressen zu viel. Parasaurus ist aber gut, oder was? Nein. Auch nicht. Wie gesagt, nicht. Ich weiß nicht. Patchy? Warte mal, habe ich schon Patchy? Patchy-Sattel. Du könntest aber auch irgendwie so... Oder Raptor-Sattel. Raptor haben wir auch schon. Ach so. Soll ich einen Patchy-Sattel lernen? Ich schau gerade, was ist denn der für ein Level ungefähr? Wo steckt denn der? Patchy Level. Nein, Level 17, 9 Punkte braucht man. Ich bin Level 17. Schau gerade mal. Bookshell, Trike hab ich. Ist der über oder unterm Trike? Oh, ich glaube, ich muss was essen. Mein Herzbuck hat ganz durch. Der ist neben. Unter der. Ach nee, Patchy kann ich so schon. Unterm Hide-Shirt. Was für dich vielleicht ganz gut wäre, wäre das Bug-Repellent, damit dich die Käfer nicht immer angreifen.
Ja, wo ist denn der Bug Repair? Das ist neben dem Patschi-Sattel. Dann ist UFO geschützt. Das Zeug, ah, okay, gut. Danke, guter Tipp. Jetzt habe ich noch 5, die könnte ich mir aufheben. Oder ich könnte einen Wooden Move machen. Aufheben ist immer gut. Ja, okay. Hebe ich sie mir erstmal auf. Warum puckert mein Herz so? Was ist los? Was du verhungerst gerade wahrscheinlich. Oder du hast Durst. Ah ja. Nee, ich verhungere, ja. Weil ich ja mein Essen dem guten Wildgeist gegeben habe. Na, dann nimm dir Fleisch aus dem Feuer. Okay. Am besten gebratenes. Ja. Wo gehst du hin? Willst du noch mehr Fleisch holen oder was? Oder Alter, Holz. Mein Herz ach, Holz. Puckert, ey. Ah, ich habe gar keine Axt mitgenommen, ich Idiot. Ich habe eine. Zeig irgendwas. Ach, stopp, ich habe doch eine Axt. Nee, kümmer du dich mal um deinen Hunger, dass der, wenn das Fleisch fertig ist, dass du dir das gleich reinschiebst. Ja. Sondern ruhig, hier steht, wer hat denn hier einen Wooden Floor hergebaut? Das habe ich dahingestellt. Ah. Bei meinem Kunden. Ach so. Wie kannst du nur? Wir haben extra abgemacht, während der Aufnahme kein Wooden Floor. Na, das war ja außerhalb der Aufnahme. Ach so, na gut. Wo er sich hier seine x-tausend Level erspielt hat. Also irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung. Hast du vielleicht Durst? Mein Herz buckert immer noch. Mir ist total kalt, sagt er. Ich bin krank wahrscheinlich. Ich gehe mal ein bisschen ins Feuer. Genau. Ah, jetzt wird es langsam besser. Jetzt hat er die Schnalt. Na super, das wird ja noch ein spitzen Höhlenausflug. Ach so, wir wollen ja noch mal in die Höhle. Ich brauche noch mehr Fleisch, ich brauche mehr Fleisch. Na, 3 Stück sind noch im Feuer. Ich brauche mehr Fleisch. Ich brauche mehr. Hab ich hier? Okay, okay. Fleisch. Na, das sind doch jetzt 4 Stück drin im Feuer. Ja, ich nehme mir zwischen. Oh, endlich. Oh, ich hoffe mal, dass mal in meinem kleinen Nimmermeer gut geht. Sag mal, ich finde blöd, dass unten meine Anzeige so transparent ist. Welche Anzeige? Kann ich das weg? Kann, da, wo die Axt drin ist so, und das ja. Fleisch und so weiter. Kann man das verändern? Oh, das ist eine... Oder ist die immer so halb transparent? Ich kenne die nicht anders. Ah, okay. Dadurch sehe ich manche Sachen immer so schlecht. Weil der zeigt auch Sachen an, die gar nicht drin sind. Das nervt mich auch. Ja, dann hattest du das mal an der Stelle im Inventar und... ja, ja, ich weiß. Ja, wenn du dann nochmal drauf drückst, dann craftest du das, wenn du die Materialien dafür im Inventar hast. Ach ja? Ja, das ist zum Beispiel so, wenn deine Axt komplett kaputt ist. Ist ja cool. Und du hast die Axt auf der 2 und du hast das Material zum Reparieren, drückst du einfach auf die 2 und dann repariert die komplett. Ach, das ist ja cool. Wieder was gelernt. Geil. Hallo, Schildkröte. So. Wollen wir das hier... Soll ich einen Grabstein lernen? Ja, Schildkröte. Oh ja, bitte. Ja, fein. Nee, erstmal war was anderes geplant. UFO, willst du ein Speer haben? Ja. Weil dann kannst du dich auch ein bisschen im Nahkampf dann noch verteidigen. Drop Item. Da kullert er. Hallo, Speer. Warte. Weil dann würde ich sagen, jo. Gehen wir wieder in die Höhle rein und lassen hier das Fleisch halt noch vor sich hinbrutzeln. Speer. Jo. Also ich habe jetzt 3 Fleisch dabei. Brutzler. Ich auch. Von Wiesenhof. Dann gehen wir mal. Brutzler. So, ab geht's. Mal gucken, vielleicht finden wir jetzt noch irgendwas Interessantes. Weil in diesen Höhlen kriegst du ja die Zutaten, um die Brutmutter zu beschwören. Oh nein. Oh yeah. Boah, Alter. Tja, was machen wir damit? Können wir halt auch essen? Ja, also die unbefruchteten Eier kannst du nur essen oder... Kann man jetzt nicht eine Fackel oder 2 Fackeln daneben stellen und dann wird ein Ei... Dino ausgebrütet? Nee, das funktioniert nicht. Du musst da 2 Dinosaurier, die quasi ein Männlein, ein Weiblein, da musst du... Ach, das ist ein unbefruchtetes Ei, oder genau. Was? Genau. Okay. Seid ihr auch in der Höhle? Ja, bist du links oder rechts runter? Rechts. Warte einen Moment. UFO ist hinter mir, yo. Da, wo die ganzen Viecher waren. Ja, genau. Alter, wie der glänzt. Mit der Fackel glänzt hier alles, als wenn es pures Kupfer ist. Na, was cool ist, ist ohne Fackel, wenn da nur die Pilze scheinen. Geil. Nein, beides, hier seid ihr nicht. Beides cool. Doch, hier sind wir ich doch. Ich war vor euch. Da lag das wir Problem. Wir kommen ja schon. Dann renne ich so weit vor, Mann. Jetzt sind wir da. So, guck mal. Nicht, dass du nachher noch von einer Boa gefressen wirst. Na super, also gleich mal eine Fledermaus. Ab, du Flederscheißmaus. Da kommen noch mehr. So, aktiviere Speer. Ich hab's so gleich. Hä? So. Warum? Warum? Naja, weil da Fledermäuse waren. Kann man doch mal einen Speer aktivieren, oder nicht? Nein. Nö. Ah, Titanboa.
Boah, Alter, ist das ein Ding, das ist ja 50 Meter lang. Mindestens Skorpion. Skorpion. Bahnfrei. UFO. Wo habe ich denn jetzt eigentlich meine? Ach, auf 7. Hab ich sie mir aber eben. Dem Miststück. So, meine Munition wird auch langsam knapp. Aha. Wo ist denn die Boa hin? Hast du das gesehen? Die hängt da oben irgendwo an der Wand oder so. Was? Ah, warte. Ja, die hängt da oben. Au! Aua. Macht euch nicht gegenseitig kaputt, Männers. Wildgeist hat angefangen. Wo ist er denn? Hier oben. Komm, ich lock sie mal an. Hallo, Boa! Okay, so ist gut. Warte. Wo ist sie hin? Aua. Helft mir. Hilfe. Das sind aber keine Boas. Nee, die können in der Regel nicht so fliegen. Oh nein! Nein! Auch diesmal finde ich es aber nicht lustig. Ha! You are killed by Wildgeist! Level 64 PvE-Server, wa? Oh, dafür bin ich selber fast tot. Ja, das ist doch keine Entschuldigung, ey. Ich bin untröstlich. Wo liegt denn der Herr UFO? Hier liegt der Beutel von UFO. Ja, dafür nehmt wenigstens meinen Beutel mit, wenn ihr mich schon umbringt. Weil alle Zuschauer haben sie gesehen. Wildgeist, du hast keine Hose an. Die ist kaputt gegangen. Ja. Wildgeist mit völlig zerrissener Hose hat seinen Kameraden umgebracht. Nein, nicht zerrissen, gar keine. Ach du Scheiße, nackt oder was? Ja. Ich habe Angst. Nimm deinen Wildgeist hier weg aus meinem Gesicht. So, warte mal, ich schau mal, ob ich die Boa jetzt erwische. Ist unser Gast da, Delfino, noch da? Delfino? Totenstille. Oh, warte mal, da oben an der Decke hängt eine. Ja. Warte mal. Jawohl, Titanboa erledigt. Ja, meine lieben Freunde, und zum Ende der Folge stehe ich wieder hier mit Schlüpfer, wie jede Folge. Guck mal, dick für grüne Augen, aber cool, wa? Echt? Grün? Grüne Augen, ja, ja. Ich habe dann echt auch grüne Augen. Warte. Bloß auf den Videos nicht. Naja, grün-braun. So, mal schnell hier einen Steg reingemampft. Wo ist denn der Wildgeist jetzt? Ach, hinter mir. Ey, farbige Kontaktlinsen sind geil. Was? Ich habe letztens eine Frau gesehen mit blauen Kontaktlinsen. Das sah echt Hammer aus. Ich hatte mal grüne. Ja, hattest du mal? Cool. War, und rote hatte ich auch mal. Boah, krass. Du sag mal, diese Kristalle hier, sind die irgendwie separat zu denen, die wir auf den Bergen finden? Nee, ne? Das sind eigentlich die... Nein, es sind dieselben. Okay, weil dann lasse ich die einfach stehen. Kristalle haben wir mehr als genug, das ist nur Gewicht. Halt, stopp, stehen bleiben. Titanbohr. Friss meine Pfeile. Sehr schön. Friss meine, wo ist denn mein kleiner Vogel? Hallo. Da oben an der Decke ist noch eine. Oh, jetzt ist er gerade runtergefallen. Bringt ihr mein Zeug da mit? Das hat Wildgeist eingesammelt. Ihr könnt gar nicht mit drei Vögeln fliegen, wa? Doch. Das kriegen wir hin. Okay. Wir sagen einfach, der soll uns folgen. Gut. Ach ja. Sehr schön. Also ich habe jetzt noch, naja, das Gewicht nimmt ab, ne? Mit jedem Fall, den ich hier verballer. So. Die Fledermäuse nerven aber auch. Ja, durchaus. Cool wäre, wenn der den Mund noch bewegen würde, während ich spreche. Das funktioniert, wenn du die Sprechentaste drückst. B. Dann B. Ja, genau. Dann bewegt er den Mund. Da kommt eine Titanboa, da kommt eine Titanboa. Hallo, meine lieben Zuschauer. Mein Name ist Hofermann. Da rennt der Shadow. Hab hier einen kleinen Saurier auf der Schulter. Und was macht der? Ich muss der wieder guckt. An die Oberfläche, ich habe kein Essen mehr. Total freundlich, mich von der Seite. Warte mal. Und es regnet schon wieder. Shadow, du hast dir zu viel Regen eingeschickt. Ich kann dir 48 Bärchen kann ich dir noch abgeben. Hallo, das Didi, du lebst ja immer noch. Aber man verliert hier verdammt viel schnell Futter. Ja, da wär's zu überlegen, ob wir vielleicht beim nächsten Mal hier die Pelzrüstung anziehen. Ja. Da müssten wir nur genügend Pelze erstmal sammeln. Wo ist denn die Boa hin? Die war doch hier irgendwo. Da ist sie. Fuck daneben. Die Boa, die war 80 Meter lang oder so. Aha. Wo ist sie hin? Da ist sie. Die kommt nicht vorbei da. Das ist gut. Wehe, die ist gleich über mir. So, das war's mit der. Die ist tot. Aber, Mist.
Kann man die eigentlich looten, die Typen hier? Access Inventory? Oh, die haben Bärchen dabei. Armor, Sattel, Strukturis, Mist, Navigation. Ich nehme mal vorsichtshalber den Speer noch mit. Misk. Bist du bei mir? Nein. Schade. Kommst du wieder? Ja, ich komme wieder. Wir gehen raus. Was hast du gefunden? Ein paar Boas. Ein paar? Mhm. Also ich habe zumindest zwei Köpfe gesehen. Wo finde ich eigentlich... Unterrenter. Wo finde ich denn diesen komischen Schutzschleim gegen Käfer? Wie hieß der nochmal? Bug irgendwas. Das müsstest du im Mercer dann finden. Oh nein, ist jetzt Nacht geworden. Oh Gott, ist es Nacht. Ach so, das ist ein Rezept. Dafür muss ich einen Mercer... Ah, ja, okay, renn zum Feuer. Renn zum Feuer. Leute, reißt euch an Riemen. Ach, das brennt sogar noch. Ist ja krass. Die machen da schon wieder ein Chaos, die Jungs. So, ich nehme mir mal die Hälfte an Steaks so und hau mir meinen Magen Mörser voll. Das ist Inventory. Alter, trotz Feuer und Fackel friere ich noch, ne? Ja. Was haben wir denn an Temperatur? Wie kalt? Minus 3 Grad. Jetzt wollen sie mich verarschen, oder? Bei minus 3 Grad. Nächste längere Höhlentour brauchen wir dann mal die Backzeug gar nicht gelernt. Das ist hier nicht drin im Mörser. Musst du mal gucken unter Drogen. Also da gibt es ja noch mal einen Ordner, der Drugs heißt. Und da sind einmal die Narcotics dann drin und dann müsste da dann auch dieses Bug-Dingsbums mit drin sein. Warte mal. Wie stehen wir von der Zeit her? Wahrscheinlich habe ich es noch nicht gelernt. Von der Zeit her sind wir eigentlich gleich rum. Warte, ich schau mal eben ganz kurz. Can only be crafted at Mortar and Pestle. Also, wow, ich werde angegriffen. Oder warst du das? Nein. Oh, sehr schön. Doch, ich hab's gelernt. Gut, ja, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder, oder? Ja, nächste Woche wieder. Der Wildgeist und ich bringen jetzt dann die Gefährte noch zurück und dann starten wir wie gewohnt in der Basis. Ja, und irgendwann, wenn ich die Zeit habe, mal, dann gucke ich mal, ob ich wirklich in jeder Folge einmal gestorben bin. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, in der vorletzten, glaube ich, hast du überlebt. Habe ich da jetzt einen Skorpion gehört? Naja, auch nicht schlecht. Ich finde immer noch nicht dieses komische... Na, ist auch egal. Können wir nächstes Mal checken. So. Tschüss, meine lieben Zuschauer. Tschüss. Tschüss.